ist ja echt. Ja, genau. Da ragt kein Kuscheltier aus dem Rucksack von Christoph Jürg. Nein, das ist Cosimo. Eine leibhaftige Katze, die auf dem Fahrrad mitfährt. Zusammen sind die zwei der Hingucker in der Wittenberger Innenstadt. Ich glaube, er genießt das richtig. Also, das sieht man ja an seinen Augen. Der nimmt den Fahrtwind auf und also das Gefühl von Freiheit, der mag das einfach. Zwischenstopp im Café. Hier sind Cosimo und seine Besitzer Stammkunden. Ich finde das sehr cool, dass Cosimo überall mit unterwegs ist. Das ist echt cool. Bekannt wie ein bunter Hund, Kater. In der realen Welt und auch in der digitalen. Naja, ich habe den schon mal im Internet gesehen, den Kater. Und jetzt habe ich den mal gesehen, habe einfach mal angehalten und habe gedacht, ja, den will man ja auch mal anfassen, wa? Christoph Jürg und Cosimo radeln nicht allein. Mit dabei, mit dem Handy in der Hand, ist Maria Bösig. Als Gag hat sie mal ein Video ins Netz gestellt, wie Cosimo auf dem Fahrrad mitfährt. Mittlerweile schauen sich das hunderttausende Menschen an. Wir finden toll daran, dass die Leute sich wirklich extrem freuen. Wir haben fast nur positive Kommentare. Manche schreiben, du versüßt meinen Tag oder ist die tollste Katze, bla bla. Also wir finden das wirklich super. Das macht halt Spaß, wenn die Leute sich so freuen. Cosimo ist schon sehr menschenbezogen, eigentlich ähnlich wie ein Hund, sage ich jetzt mal. Das ist schon was Besonderes, dass eine Katze so auf den Menschen bezogen ist, dass er nicht wegrennt, wenn wir draußen sind, sondern immer in unserer Nähe bleibt. Das ist schon super und auch besonders und auch für uns halt toll, dass wir das so mit ihm erleben dürfen. Vor 4 Jahren, als die beiden den Kater vom Züchter abholten, ahnten sie nicht, wie besonders Cosimo ist. Ich habe den mitgenommen zum Angeln. Raus, also ganz normal, ich wollte ihn nicht in der Wohnung lassen, es war zu langweilig für ihn. Und da hatte ich mir so einen Katzenrucksack gekauft und dann ging das halt einfach los. Dann bin ich auf der Elbwiese mit ihm gefahren und habe dann irgendwann aufgemacht, wo halt kein Verkehr war, keine anderen Leute. Und dann ist er rausgekommen auf die Schulter und dann fing das so an. Cosimo ist eine Savannakatze. Das ist eine Kreuzung aus einer afrikanischen Wildkatze und einer Hauskatze. Doch für Christoph Jürg und Maria Bösig ist er natürlich weit mehr als das. Cosimo gehört sowas von zur Familie, ist fast wie ein Kind geworden für uns. Also wir machen so ein Gewese, das macht eigentlich kein anderer mit seinem Tier. Also sind wir schon ein bisschen verrückt. Für die Zukunft gibt es auch schon Pläne. Vielleicht mal eine Flugreise nach Mallorca. Mal sehen, ob Cosimo auch auf dieses Abenteuer Lust hat.